In unserem heutigen Video beschäftigen wir uns einmal mit den kleinen Dingen im Leben, der Mikrokassette. Als mir ein Arbeitskollege einen alten Anrufbeantworter schenkte, war ich zum ersten Mal mit diesem Format konfrontiert. Denn die winzigen Kassetten, auf die der Ansagetext aufgesprochen und die Anrufe aufgenommen werden, sind Mikrokassetten. Wir haben den analogen Anrufbeantworter von DS Radio erreicht. Zurzeit sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Die Mikrokassette wurde 1969 von Olympus entwickelt und auf den Markt gebracht. Sie ist in ihren Abmaßen eine kleinere Version der normalen Kompaktkassette. Das in der Mikrokassette enthaltene Band ist auch genauso dick wie bei einer normalen Kompaktkassette, allerdings läuft das Band wesentlich langsamer, um trotz der kleinen Abmessung eine angemessene Laufzeit bieten zu können. Eine weitere Besonderheit ist die Laufrichtung des Bandes. Während eine Kompaktkassette das Band von links nach rechts aufspult, so läuft dies bei der Mikrokassette in die genau entgegengesetzte Richtung. Auch wenn es in Clockwork Orange die Zukunftsvision gab, dass die Menschen irgendwann Musik über diese kleinen Kassetten genießen würden, und auch wenn Sanyo sogar HiFi-fähige Geräte produziert hat, wie das RDX M1, so sind diese kleinen Kassetten aufgrund ihrer technischen Eigenschaften nicht wirklich in der Lage, Musik in guter Qualität wiederzugeben. Während normale Kompaktkassetten bei 4,75 cm die Sekunde laufen, funktionieren die Mikrokassetten bei 2,4 cm die Sekunde beziehungsweise 1,2 cm die Sekunde, also entweder der halben oder der Viertelgeschwindigkeit einer normalen Kassette. Dadurch hat sie durchaus schlechtere Klangeigenschaften, weshalb sie hauptsächlich zur Aufnahme von Sprache verwendet wurde, zum Beispiel in Anrufbeantwortern und Diktiergeräten. Und genau diese Art von Geräten schauen wir uns heute etwas genauer an. Hierfür habe ich drei verschiedene alte Diktiergeräte besorgt. Die Mikrokassette war aber nicht das einzige Format, das es zur Aufzeichnung von Sprache in Diktiergeräten zu finden gab. Philips brachte bereits 2 Jahre früher, also im Jahre 1967, die Minikassette auf den Markt, welche ähnliche Abmaße wie die Mikrokassette hatte und auch bei 2,4 cm die Sekunde gelaufen ist. Während die Mikrokassettenlaufwerke einen Capstan besitzen, es handelt sich hierbei um eine Gummi-Andruckrolle, welche dafür sorgt, dass das Band mit einer so gleichmäßig wie möglichen Geschwindigkeit am Tonkopf vorbeiläuft, fehlt dieser Capstan bei einem Minikassettenlaufwerk. Dementsprechend lief das Band so ungleichmäßig, dass es wirklich nur für Sprachaufzeichnungen geeignet war und keine Musikaufzeichnungen denkbar waren. Ende der 70er Jahre wurden sie sogar als Datenträger für Computer eingesetzt, zum Beispiel im Philips P2000. Im Ausland gab es noch ein kleineres Kassettenformat, die Pico-Kassette von der Firma Dictaphone. Wer des Englischen mächtig ist, der sollte sich ein sehr gutes Video des britischen YouTubers Techmoan hierzu ansehen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Auch die Firma Grundig hatte in den 70er Jahren ihr eigenes Kassettenformat, die Steno-Kassette. Eine Kassette, welche eine integrierte Bandanzeige aufweisen konnte, sowie ein stationäres und ein mobiles Diktiergerät, welches von Grundig über 20 Jahre lang produziert wurde. 1983 schaffte es diese Kassettenform sogar zur DIN-Norm. Allerdings fing die Idee eines Diktiergerätes bei Grundig ganz anders an, als sie 1954 ihr erstes Diktiergerät auf den Markt gebracht hatten, die Steno-Rette. Die Uhr schlägt 6, die Arbeit ruht, ein jeder eilt, um wohlgemut den Feierabend zu verbringen. Mit Kino, Tanz und anderen Dingen. Nicht so ist es bei Schulz und Co. Der Chef diktiert noch im Büro. Die Sekretärin, Fräulein Quast, hat längst ihr Rendezvous verpasst. Vor Müdigkeit ist ihr ganz schlecht. Herr Schulz, wie ungerecht. 8 Stunden schrieb sie wie eine Biene. Sie ist ein Mensch, keine Maschine. Tja, wenn man eine Maschine hätte. Man hat sie ja. Die Stenorette von Grundig, der ein jedermann, solange er will, diktieren kann. Großer Vorteil ist dabei, das Fräulein Quast hat abends frei. Jawohl, für beide ist's ein Segen. Sie kann sich endlich einmal pflegen, er kann diktieren ohne Pause. Ob auf der Reise, ob zu Hause, nie müde wird die Stenorette. Wenn Fräulein Quast längst Schreibkrampf hätte, zum Beispiel bei den grauenvollen Aufsichtsratssitzungsprotokollen, wo alles durcheinander spricht,
Die Tenorette stört das nicht. Auch kann man sie entsprechend schalten, um Ferngespräche festzuhalten. Die Steno-Blocks sind abserviert. Die Tenorette triumphiert. Kein Ärger mehr mit ihr. Mit ihm? Wir sind ein Tenorette-Team. Wir sparen Arbeit, Material, Zeit und auch Nervenkapital. Dank unserer Grundig-Tenorette. Ja, wenn sie doch ein jeder hätte. Gäb's kein Diktat mit seinen Leiden, gäb's nur noch Tenorette-Freuden. Das erste der Geräte, das ich euch heute zeigen möchte, ist das Sony M450. Es ist das einfachste von den drei Geräten und war damals bestimmt ein gutes Einstiegsgerät. Ich habe es von jemandem, der damit seine Diplomarbeit diktiert hat. Dieses Gerät beschränkt sich auf die Grundfunktionen, hat also dementsprechend nur Tasten für den Bandlauf, einen Lautstärkeregler, einen Kopfhöreranschluss und an der Seite einen Wahlschalter für die Bandlaufgeschwindigkeit. Will man nun also eine Aufnahme mit diesem Gerät machen, muss man nichts weiter tun, als die Aufnahme- und Wiedergabetaste gleichzeitig drücken und anschließend kann man in das Mikrofon sprechen. Die Aufnahmelautstärke wird von der Elektronik selbst gesteuert. Will man sich die Aufnahme anschließend wieder anhören, kann man auf Stopp drücken und man hat diesen Schiebeschalter, um das Band vor- und zurückzuspulen. Die Wiedergabe der Aufnahme kann entweder über den eingebauten Lautsprecher erfolgen oder über einen Kopfhörer ausgegeben werden. Allerdings ist der Kopfhörerausgang in Mono, was heißt, dass wenn ihr den Kopfhörer aufsetzt, so werdet ihr nur auf der linken Seite ein Signal hören. Auch wenn es möglich ist, mit dem Wahlschalter auf der Rückseite die Bandlaufgeschwindigkeit von 2,4 cm die Sekunde auf 1,2 cm die Sekunde herabzusenken und so auf einer normalen MC60-Kassette 2 Stunden Aufnahmezeit zu bekommen, so kann ich nur davon abraten. Durch die langsamere Geschwindigkeit leidet die Qualität der Aufnahme zusätzlich und das Bandrauschen wird erhöht. Was einem allerdings noch helfen würde, um zum Beispiel bestimmte Gesprächsaufnahmen oder Diktieraufnahmen auf einem Band schneller wiederzufinden, wäre so etwas wie ein Zählwerk für das Band. So etwas finden wir beim nächst höheren Gerät der Serie, dem Sony M529V. Dieses Gerät hat ebenfalls dieselben grundlegenden Funktionen wie das zuvor gezeigte Gerät und stellt seine Aufnahmelautstärke auch selbst ein. Hat allerdings neben dem Zählwerk noch eine andere interessante Funktion. Und das ist die VOR-Funktion, Voice Operated Recording, steht für eine automatische Sprachaktivierung der Aufnahme. Diese kann ich an der Seite durch einen Schiebeschalter aktivieren, wobei L für eine Umgebung mit leichten Umgebungsgeräuschen steht und H für eine Umgebung mit hohen Umgebungsgeräuschen. Diese Informationen braucht das System, um zwischen der Sprache und der Umgebung unterscheiden zu können. Habe ich das System aktiv und starte ich dann die Aufnahme, dann läuft das Band auch nur so lange mit, wie ich etwas zu sagen habe. Stoppe ich meine Aussage? Dann bleibt auch das Band so lange stehen, bis ich wieder etwas zu sagen habe. Muss ich also zwischen meinen Sätzen und Formulierungen etwas länger überlegen, dann spare ich damit wertvolles Bandmaterial und muss mich später nicht durch lange Pausen spulen. Das nächsthöhere Modell der Reihe hätte neben dem Kopfhörerausgang noch einen Anschluss für ein externes Mikrofon gehabt. Aber leider habe ich ein solches System bisher nicht günstig auftreiben können. Dafür habe ich ein anderes Diktiergerät erstanden, das Sony M100MC. Auch wenn es ein wenig aussieht wie ein Camcorder, so ist es doch nur ein Diktiergerät. Es kam zu mir in der Originalverpackung mit der Originalanleitung und dem Mikrofonschutz und hat im Grunde alle Funktionen, die das vorhergenannte Diktiergerät auch hat, sprich nicht nur die Bandsteuerung und das Zählwerk, ebenso auch das Voice Operated Recording. Die Besonderheit dieses Gerätes liegt im Mikrofon. Während die anderen beiden die Aufnahmelautstärke selbst einstellen, so hat dieses Gerät vorne einen Schiebeschalter, um die Aufnahmelautstärke einzustellen. Im Dictation-Modus arbeitet es wie ein normales Diktiergerät, ist also gut für den Fall, dass man mit seinem Mund nah am Mikrofon ist und dann zum Beispiel einen Text diktiert.
Im Meeting-Modus kann man sehr gut Konferenzen mitschneiden. Also zum Beispiel würde es reichen, das Gerät in die Mitte eines Tisches zu stellen, um alle Gesprächsteilnehmer am Tisch sauber aufzeichnen zu können. Dafür hat das Gerät auf der Unterseite auch einen Standfuß, welchen man durch leichten Druck ausfahren kann, um das Gerät anschließend mit nach oben zeigendem Mikrofon auf den Tisch oder irgendeine andere Unterlage zu stellen. Der Lecture-Modus ist für die Aufnahme einer Unterrichtsstunde, einer Schulung oder einer Präsentation gedacht. Das Mikrofon arbeitet dann wie ein Richtmikro und nimmt die weiter entfernte Quelle auf welche das Mikrofon zeigt, also zum Beispiel den Präsentator, der vorne steht und präsentiert. Besonders ist hier noch der Cue-Marker-Button, mit welchem man einen Signalton aufzeichnen kann. Dieser ist praktisch, wenn man zum Beispiel mehrere Briefe diktiert. Man würde also zunächst den ersten Brief diktieren. Sehr geehrte Frau Schmidt, leider ist ein Artikel aus Ihrer letzten Bestellung nicht mehr lieferbar. Wir werden Ihnen den zu viel überwiesenen Betrag auf Ihr Bankkonto zurücküberweisen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Und bevor ich den zweiten Brief diktiere, würde ich zunächst einmal auf den Cue-Marker-Button drücken. Sehr geehrter Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Anfrage vom 01.03.2018 bezüglich einer Arbeitsstelle als Bürokaufmann in unserem Unternehmen. Möchte ich anschließend, wenn das Band zurückgespult ist, den zweiten Brief wiederfinden, muss ich nur auf Wiedergabe drücken und das Band so lange vorspulen, bis ich den Piepton auch hören kann. Ein weiterer Vorteil ist die große Batterieanzeige am Gerät, welche einen rechtzeitig davor warnt, dass man lieber die Batterien wechselt, bevor man eine Aufnahme macht. Außerdem hat das Gerät einen Schalter für Fast Playback, damit man sich seine Aufnahmen schneller anhören kann. Dieser befindet sich neben dem VOR-Schalter für die Aktivierung des Voice-Operated Recordings. Alle gezeigten Geräte arbeiten mit 2 AA-Batterien für die Spannungsversorgung, können aber natürlich auch auf 2 Akkus dieser Bauform betrieben werden. Alles in allem bevorzuge ich das Sony M529V als klassisches Diktiergerät mit Zählwerk. Damit kann man schnell überall Ideen und Texte mitschneiden und das Gerät sieht relativ gut verarbeitet aus. Will man allerdings mehrere Leute gleichzeitig aufzeichnen, bevorzuge ich das Sony M100MC, da dies für Konferenzen bestens gerüstet ist. Auch wenn mein Gerät leichte Gleichlaufschwankungen hat, was sich aber nur bei der Aufzeichnung von Musik zeigt. Eingangs erwähnte ich bereits, dass Musikaufnahmen nicht zu den Stärken der Mikrokassette zählen. Besonders nicht bei den Diktiergeräten, da diese nur Aufzeichnungen von 400 Hz bis 4 kHz machen. Da ich kein Gerät mit einem Eingang für externe Signale habe, habe ich einfach meine Geräte in die Nähe der Bose-Box gebracht, um ein paar Testaufnahmen zu machen. Hier sind die grammophonartigen Ergebnisse. Steht man jetzt nicht ohnehin auf diesen altmodischen Klang, Grammophonaufnahmen oder wie hier im letzten Beispiel auf die Musik einer Seeberg 1000 Music Box aus den 60ern, so wird man rein musikalisch nichts mit den Geräten anfangen können.
Wozu kann man also heutzutage noch ein Diktiergerät gebrauchen? Nun, ich finde es ganz praktisch, damit ganz schnell Dinge und Ideen notieren zu können, auch wenn man öfter mal Texte schreiben muss und man hat schon komplette Passagen im Kopf, dann kann man die im Kopf zurechtgelegten Formulierungen einfach eben auf Band aufnehmen und hat diese für sich schon mal gesichert. Wiederum andere nehmen damit die Ideen für ihre Diplomarbeit auf oder lernen damit sogar Vokabeln, indem sie die Vokabeln einmal auf Band aufnehmen und anschließend so oft wiedergeben, bis sie im Kopf sind. Auch kann man damit die Aussprache von Vokabeln besser üben. Oder man zeichnet einfach lange Referatstexte auf, um den Referatstext besser auswendig lernen zu können, bevor man ihn präsentiert. Auch interessant wäre die Möglichkeit, damit Tagebuch zu führen, denn oftmals, wenn ich nach Hause komme, habe ich keine große Lust mehr, noch irgendwie aufzuschreiben, was an meinem Tag vielleicht besonders gewesen sein könnte. Ich müsste dann quasi einfach nur das Band anstellen und irgendeinem Gerät erzählen, was an meinem Tag toll war oder was eben nicht. Somit hätte ich auch eine sehr persönliche Aufzeichnung von meinen Erinnerungen gemacht. Das geht rein theoretisch sogar im Auto, wenn ich eine Möglichkeit finde, das Diktiergerät dort so anzubringen, dass ich meine Hände frei habe. Für das Mitschneiden von Gesprächen ist das Sony M100MC zwar bestens gerüstet, jedoch muss man sich vor dem Mitschneiden immer über die rechtlichen Konsequenzen bewusst sein. Denn eine Aufzeichnung eines Gesprächs ist nur dann zulässig, wenn alle Teilnehmer des Gesprächs auch der Aufnahme zugestimmt haben. Klar sind die analogen Bandgeräte heutzutage nur noch Spielerei. Doch ich habe Spaß an diesen alten Geräten und ich finde es toll, wenn sich erst etwas in Bewegung setzen muss, bevor ich etwas aufnehmen oder wiedergeben kann. In diesem Sinne, mein Name ist Dominik von DF Radio und vielen Dank fürs Zusehen. Und im nächsten Video schauen wir dann einmal auf die digitale Generation von Sonys Diktiergeräten. Klar werden wir die analogen und digitalen Geräte nicht gegenüberstellen, weil dies wäre allein soundtechnisch sehr unfair, da die Mikros in den alten Geräten fast genauso gut sind wie in den neuen digitalen. Aber die Aufzeichnungsmethode auf Mikrokassette eben aus physikalischen und technischen Gründen für die Low-Fidelity-Soundqualität sorgt. Hierfür habe ich mir ein neues digitales Diktiergerät besorgt und dies hat mich mehr als positiv überrascht. Aber dazu demnächst mehr.